Moin aus Hamburg, mein Name ist Felix von der Firma Rollei und ich habe euch heute neue Rucksäcke mitgebracht. Das ist die Fotoliner-Serie, die gibt es in drei verschiedenen Größen. Einmal der L-Rucksack, der M-Rucksack und der Slingbag. Heute geht es um den Slingbag, aber ich habe auch schon zwei Videos zu dem M und den L gemacht, die verlinke ich euch gleich noch mit unten. Ich habe euch heute hier den Slingbag mitgebracht, einer der sehr, sehr kompakten Rucksäcke von Rollei. Und ich zeige euch einmal, wie man den einrichtet und dann, wie man ihn optimal benutzt. Hier hinten haben wir einen Reißverschluss. Den können wir einfach öffnen. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Klettverschluss und diesen verschiedenen Trennern den Rucksack auf mein Equipment einzustellen. Ich habe aktuell eine DSLM-Kamera hier mit drin, ein Objektiv, Reinigung und meinen 100 mm Filterhalter sowie schon einen ND-Filter hier parat. Zusätzlich habe ich hier oben noch ein Sonderfach, wo ich mein Mikrofasertuch mit reinpacke und dort habe ich auch direkten Zugriff in der Sling-Funktion. Einmal eingerichtet, wird hier der Slingbag einfach nur geschlossen. Jetzt ziehen wir ihn einfach mal an. So würde ich ihn tragen. Hier wird er nochmal stabilisiert und fertig ist es. Wenn ich losgehen möchte, um ein Foto zu machen, kann ich hier einfach nur öffnen, den Slingbag vor mich ziehen und habe hier direkten Zugriff auf meine DSLM-Kamera. Wieder eingepackt, Reißverschluss zu und schon geht es weiter. Das Komfortable an dem Slingbag ist, dass ich ihn den Tag über auch auf die andere Schulter tragen kann. Ich habe hier unten die Möglichkeit, einfach den Karabiner zu verändern und trage ihn dann einfach auf der linken oder auf der rechten Seite. Macht auf jeden Fall an langen Tagen schon Sinn. Hier vorne am Rucksack habe ich noch zwei extra Fächer. Ich packe hier immer meine Filter mit rein, sowie meinen Kabelauslöser. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, Speicherkarten oder mein iPad mit reinzutun. Hier vorne noch ein kleines Fach für Kugelschreiber. Hier habe ich noch mein Lenspen. Hier könnte man seinen Schlüssel mit dran machen. Oder halt eben hier noch diverses Zubehör. Die Unterseite des Slingbags ist hier gummiert und hat Gummifüße. Was den riesigen Vorteil hat, wenn es mal feucht am Boden ist, kann ich ihn auch ohne Probleme abstellen. Da kommt kein Wasser oder Regen in den Rucksack rein. Und ganz wichtig auch das Regencape. Falls es einmal nass wird, kann ich den Slingbag da drin einpacken und dann ist er erstmal geschützt, bis ich ins Trockene komme. Die Reißverschlüsse des Slingbags, wenn man hier auch nochmal drauf schaut, sind alle speziell abgedichtet gegen Sand und natürlich auch gegen Wasser. Ich persönlich fotografiere sehr, sehr viel mit Stativ und deswegen darf das Stativ an meinem Rucksack auch nicht fehlen. Der Slingbag hat hier unten eine Vorrichtung, wo ich immer mein Stativ mit befestigen kann. Und nun kann ich ohne Probleme mein Stativ einstecken. Es wird hier oben dann nochmal doppelt gesichert. Und so kann ich sicher durch die Städte ziehen und habe mein Stativ immer griffbereit. Abschließend habe ich hier noch die Möglichkeit, eine Wasserflasche zu transportieren oder auch Lebensmittel mitzuführen und habe die außen an der Tasche dran und nicht drin, wo mein Equipment ist. Ja, das waren jetzt die Hauptfeatures von unserem Slingbag und mir wäre jetzt wichtig, was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung zu diesem Produkt? Und schreibt uns doch einfach in euren Kommentaren, was in dem Fotorucksack nicht fehlen darf und ob ihr den Slingbag auf eure Städtereise mitnehmen würdet. Ihr könnt uns auch gerne über Facebook oder Instagram kontaktieren und wenn ihr wollt, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video.